bei St. Pölten ist natürlich auch vor dieser Partie alles auf Sieg programmiert. Und ich habe mich mit der sportlichen Leiterin Lise Brancau-Ribeiro vor diesem Spiel ebenfalls unterhalten. Perfekt wäre, wenn wir Meister wären, Cupsieger. Aber es schaut ganz gut aus. Und wegen Gegentore, es ist nicht uns wichtig, wie viele Tore wir bekommen. Wichtig ist, dass wir immer gewinnen und unser Spiel immer wieder verbessern können. Wie sehr nimmt man überhaupt Rücksicht in der Vorbereitung auch auf den Gegner? So oft gewinnt man ja auch sehr, sehr deutlich. Wir konzentrieren uns jedes Woche auf Gegner. Es ist uns egal, wie stark Gegner ist. Wir arbeiten immer wieder Richtung Gegner, weil es ist eh unsere Liga und wir müssen immer bereit sein, dass keine Überraschung kommt. Wie kann Linz Klein München ihre Mannschaft überraschen, wenn überhaupt? Standardsituation haben sie ganz gut, also Kontersituation genauso. Sie haben eine Stunde, die sehr schnell ist. Bei Standard sind 2 oder 3 Meter, die sehr, sehr groß sind, also Kopfball sehr stark. Und ja, also sie können immer wieder gefährlich sein bei Standards. Ist es schwierig, ist es eine Herausforderung, die Mädchen überhaupt richtig einzustellen, dass sie wirklich auch 100% geben, wenn man im Vornherein mit großer Sicherheit weiß, dass man gewinnen wird? Es ist aber nicht so, wie die Menschen denken, dass es sicher ist, dass wir gewinnen. Wir arbeiten sehr hart, dass nichts passiert. Aber viele wissen nicht, wie hart wir arbeiten. Also bei uns es gibt unglaublich viel Konkurrenz und die Mädels geben bei jedem Training Gas. Es ist egal, welche Gegner kommen. Es ist sensationell. Unsere Struktur ist gut, der Verein ist gut. Also es gibt nichts, wo wir sagen, okay, jetzt sollen wir nachlassen. Es gibt sowas bei uns nicht. Was dürfen wir heute erwarten? Wie will man zum Erfolg kommen? Also wir wollen heute unser Offensivspiel also sehr interessant machen. Wir probieren was anderes heute. Schauen wir mal, bin eingedickt. Nämlich? Ja, wir spielen heute in 3-4-3, etwas Neues. Also schauen wir mal. Danke vielmals, alles Gute. Bitte, danke schön. Danke. Und da werden wir sehen, ob das eben ebenso gut funktioniert wie all die anderen Systeme und Spielvarianten, die die St. Pöltenerinnen bis jetzt in dieser Ligasaison ausprobiert und durchgeführt haben. Im Schnitt haben sie jeweils in etwa 4 Tore erzielt. Heute heißt dagegen also Union Klein München. Ich wünsche Ihnen viel Spaß mit dieser Partie und dem Kommentar von Oliver Bolzer.